Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Let's Play World of Warplanes. Schauen wir uns mal an, wie es mit dem Joystick jetzt schon weiter, wie es so weitergeht. Das Flugzeug habe ich jetzt halbwegs unter Kontrolle, nur mit der Übersicht habe ich immer noch zu kämpfen. Jetzt sieht man da unten den Gegner, der taucht gleich hinter den Felsen. Und weil es keinen anderen Ausweg für ihn gibt, man sieht auch in der Kamera, dass er hochkommt, darum beginne ich schon zu feuern und kann ihn gleich rausnehmen. Erster Gegner zerstört. Das war natürlich ein Geschenk. Kritischer Treffer. Zweiter Gegner zerstört. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu ruckelig. Weil ich muss sagen, wenn man sich so das Replay anschaut mit dem Joystick, ist das eine ziemlich hakelige Sache. Bei der Maus hat man immer so eine leichte Verzögerung drin, weil das Flugzeug eigentlich der Kamera hinterher dreht. Dadurch ist das ein bisschen angenehmer anzuschauen. Aber ich hoffe, es ist nicht zu hektisch. Dann als kleinen Vorausblick. Nächste Woche werde ich im Urlaub sein, da wird kein Video von mir kommen. Aber wenn ich zurück bin, habe ich dann schon was Neues am Start, also ihr könnt gespannt bleiben. Ich muss sagen, hier in der Situation hatte ich eigentlich keine Ahnung, wie die Gegner so über mir fliegen, weil ich habe noch nicht richtig rausgefunden, wie ich mit dem Joystick hin vernünftig nach oben schauen kann, weil es fehlt einfach eine gewisse Rundumsicht. Auch verliert man im Kurvenkampf, oder verliere ich im Kurvenkampf immer noch schnell mal die Orientierung. Mit dem Zielen ist bereits besser geworden, aber es dauert teilweise ein bisschen lang, bis ich den Gegner im Fadenkreuz habe und dadurch verpasst man viele gute Chancen, aber ich bin zuversichtlich, dass das gut kommt mit dem Joystick. Also das Fliegen ist wirklich geil. Ist schon ein ganz anderes Fluggefühl als mit der Maus. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn er einen Joystick rumstehen hat oder die Möglichkeit hat, sich einen Joystick auszuleihen. Also man kann sich fast nicht vorstellen, wie krass diese Umstellung ist. Jetzt bin ich hier zum Beispiel im Kurvenkampf mit der P51A und ich verliere ständig die Orientierung. Und einfach auch hier bei dem E410 wieder. Es dauert einfach ein bisschen, bis man den Gegner im Fadenkreuz hat. Aber ich denke, das wird auch besser mit der Zeit, wenn man ein bisschen Übung hat. Ich bin jetzt bereits so gefühlte 1000 Gefechte mit dem Joystick geflogen. Auch, also es waren vermutlich eher so 50 bis 100, aber die Fortschritte sind da, aber es dauert halt. Was das Tolle ist am Joystick, finde man zielt viel instinktiver und geht weniger auf den Vorhaltekreis, der da vorhanden ist. Also das in dem Moment ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil ich alles daneben semmel. Aber man sieht es dann später noch in diesem Replay, man kann ein paar Manöver fliegen, die man mit der Maus so nicht hinkriegt. Und dadurch hat man gewisse Vorteile, muss man schon sagen. Die ME410 verfolge ich jetzt nicht weiter, die ist mir zu schnell. Ich sehe unten ist eine Spitfire. Gehe ich mal auf die. Auch hier habe ich wieder ein bisschen Probleme, bis ich das Ziel wirklich gefunden habe und bin dann schon vorbeigerauscht. Ich war aber auch ziemlich schnell unterwegs in dem Moment. Dadurch haben sie sich die beiden leider weggerammt. Das hätte nicht passieren müssen, wenn ich ihn gekriegt hätte. Aber sei es drum. Jetzt kommt das, was ich eben angesprochen hatte. Mit dem Joystick kann man wirklich schön mit dem Seitenruder arbeiten. Da muss man auch gar nicht in die Kurve reindrehen, wie man das hier mit der Maus gemusst hätte. Dadurch ist das Zielen einfacher. Weil sonst dreht das Flugzeug ein und aus der Kurve raus ist immer schwierig. Und jetzt so zum Ende vom Gefecht freue ich mich immer über ein paar Yells als Zielübung. So gerade ein Flugzeug, das geradeaus fliegt, habe ich immer ein bisschen Probleme, bis ich mich da eingeschossen habe. Doch, ich bekomme den Kill und habe mein erstes Ass geschafft mit dem Joystick und da habe ich mich wirklich wieder mal richtig gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächste Woche dann. Ciao.